Tja, und hoch oben über den Wolken. Oh Mario, ich frage mich, was er wohl jetzt gerade macht. Ich würde gerne wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Natürlich hast du ihm geholfen. Mario, geht es sicher gut, du solltest stolz auf deine Taten sein. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Ich hoffe, du behältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Ich weiß nicht, warum ich sowohl Twink als auch Peach so eine männliche Stimme gebe, aber... Oh, Prinzessin Peach, euer knuddeliger alter Bowser ist da. Immerhin, er versucht es wenigstens. Können wir zur Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten? Komm schon, zeigt mir euer Lächeln. Ich habe dir nichts zu sagen. Oh, seid nicht so gemein. Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne. Besser, ihr gewöhnt euch daran. Bowser, Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten. Oh, ihr armes, dummes Gör. Mit dem Sternstab bin ich unbesiegbar. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt, findet euch damit ab. Punkti, 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 Punkti. Heute verknallt. Eure Verknalltheit, wir haben einen Notfall. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er hier auftaucht. Was? Gut, hör zu, Cammy Cooper. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt für ihn vor. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Drama beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fessel sie sofort. Wenn sie nochmals entwischt, werden Köpfe rollen. Das sieht immer noch so falsch aus. Du großer Cooper, zeige der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt. Was ist das für ein piepsendes, kleines, glitzerndes Ding? Konfetti? Wort, verzieh dich. Falco Punch! Twink! Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los. Nein! Tja, das sieht nicht gut aus. Mein Name ist Friedster. Mario, das hast du gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast nun alle hohen Sterne gerettet. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüberzutreten. So ist es. Meine Kraft soll dir helfen, den Sternenstab zurückzuerobern, Bowser zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Und Prinzessin Peach zu retten. Natürlich. Marios Sternkraft erhöht sich auf 7. Mario hält die Sternkraft fort und weg. Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins erfahren. Mario, eile zurück zum Sternschnuppengipfel. Ich kann nicht reden, aber ich habe einen tollen Schnurrbart. Von dort aus bereiten wir dir den Weg zum Sternenhafen. Der Name dieses Weges lautet Sternenweg. Bereist du den Sternenweg, wird er dich in den Sternenhafen führen. Das macht Sinn. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario. Wir sehen uns. Also nach den letzten Duellen mit Schnaufel und dem Kristallkönig bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob wir das schaffen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Orden oder sowas. Oder müssen uns anders vorbereiten. Und ja, bedeutet im Klartext jetzt,
Wir dürfen den ganzen Weg nach Toad City oder Toad Town, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Das ist kein gutes Zeichen. Wir dürfen den ganzen Weg jetzt zurückgehen. Das werde ich euch nicht antun. Wir benutzen stattdessen einen Teleport. Einmal schnipsen. Oh. Na, da sind wir ja. Gut, kleine Abkürzung für euch. So, was haben wir denn hier? Superschlag plus. Speedwirbel, Anti-V-Heb. Leute, so kommen wir nicht ins Geschäft. Vergesst es. So, dann haben wir Merlon. Was hat er uns denn zu sagen? Oh, du bist es, Mario. Gutes Timing. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Gratuliere. Ich hörte die Stimme eines Orakels. Seine Stimme war so ätherisch. Gehst du ständig im Kreis rum, um die rote Palme in der fernen Wüstenstadt staubtrockener Vorposten, wird etwas Gutes geschehen, das sagte die Stimme in meinem Traum. Allerdings macht das für mich nicht allzu viel Sinn. Andererseits beschäftigt es mich so sehr, dass ich nachts nicht schlafen kann. Wenn du herausfindest, was es bedeutet, dann sag es mir bitte. Mach ich, mach ich, mach ich. Aber wir haben jetzt was anderes zu tun. Wir gehen in den Sternenhafen. Es wird wirklich Zeit. Wir kommen dem Ende dieses Projektes und dieses Spiels immer näher. Und ich bin schon eifrig am Überlegen, was ich als nächstes spielen werde. Auch wenn es bis dahin sicher noch ein paar Videos dauern wird. Keine Frage. Bevor wir hingehen zum Sternenhafen, noch einen kurzen Abstecher zu diesem Turm hier. Erstens nehmen wir das Gelee Royal mit. Zweitens ist das hier die falsche Person. Und drittens ist hier oben jemand, der uns noch helfen kann. Vielleicht hat er ja etwas, was uns helfen kann. Sehen wir mal. So, wie viel Sternsplitter haben wir? 44 haben wir zur Verfügung. Sprung- und Hammerangriffskraft um 1. Okay, wird wahrscheinlich viele Ohrenpunkte kosten, aber schauen wir mal, was es noch gibt. Sparblüte. Auch eine Idee. Doppelt so viel Münzen wie sonst. Dafür habe ich... Ich habe genau einen Sternsplitter zu wenig für die beiden. KP-Sauger senkt Angriffskraft um 1, regeneriert 1 KP pro Runde. Nein. Blumenregen, Herzfinder, Zepper, Kuckuck. Dafür habe ich allerdings Kumpario, also das wäre verschwendete Ordenpunkte. Blumensegen, Herzilein, das haben wir schon, Glück gehabt. Daneben Zahltag und bla bla bla. Ich nehme das Kraftplus mit. Ja, 6 Ordenpunkte, das wird es wahrscheinlich nicht spielen, aber... Wer weiß, vielleicht kann ich ja kurz vor dem Bowser-Kampf noch ein paar Sachen eintauschen, die ich nicht brauche. So, und dann werden wir jetzt in den Sternenhafen gehen und hören uns mal an, was die Sterne uns sagen wollen. Oh, da fällt mir ein. Sekunde, ich muss nochmal nach Toad Town zurück. Teleport. Und zwar direkt zum Shop, denn ich habe ja noch vor euch etwas zu zeigen und zu machen vor allen Dingen. Wir reden jetzt mal mit diesem Herrn hier. Nein, nicht kaufen. So, lagern. Den Kiesel lege ich jetzt mal ab. Gelee Royal. Ja, legen wir vielleicht auch den Ultrapilz ab. Nein, ich möchte nichts sagen. Jetzt möchte ich etwas mitnehmen. Lange, lange habe ich darauf warten müssen. So, wir nehmen ein Vasenblatt. Und wir nehmen einen unserer Walker's Kick. Und wir spazieren jetzt mit diesen zwei Items. Bin übrigens überrascht, dass ich dieses Rezept auf keiner deutschen Strategie- oder Lösungsseite oder Paper Mario Wiki oder so gelesen habe. Wir nehmen diese zwei Items, Walker's Kick und Vasenblatt.
Oh, wir haben dir das Kochbuch noch gar nicht zurückgebracht. Hust, ja. Mario, wenn es dir recht ist, darf ich es haben? Natürlich. Denn ich brauche dich jetzt und deine Kochkünste. Ja, ich habe zufällig was für dich. Meine Güte, das ist ja Mario. Mein Name ist Omelette. Ich liebe Kochen. Wenn du mir Zutaten bringst, werde ich gerne für dich eines meiner gigladen Gerichte zaubern. Möchtest du, dass ich etwas für dich koche? Jawohl, das möchte ich. Welche Zutaten soll ich verwenden? Du nimmst Walker's Kick. Ja, und du nimmst auch das Wasenblatt. Jo. Und jetzt lehnen wir uns zurück und lassen sie arbeiten. Oh, das ist mir gut gelungen. Diese Mahlzeit ist eine meiner Spezialitäten, Herzchen, Herzchen. Hier bitte, Herzchen. Das Luxusmenü. Grand Cuisine von Omelette stellt 40 KP und 40 Blumenpunkte wieder her. Wahrscheinlich eines der OP-Items, also komplett overpowered, überkräftig. Ja. Und es ist ziemlich einfach, weil, wie gesagt, Walker's Kick gibt es sehr viele. Wasenblatt kann man sich jederzeit aus dem Wald oder aus, ja, wo die Buß sind, holen. Das wird für den äußersten Notfall jetzt mitgenommen. Danke, Schatzi. So, jetzt wo wir das erledigt haben, lange habe ich darauf warten müssen, werde ich jetzt wieder zum Sternenhafen marschieren. Wir sehen uns dann dort. Bis gleich. Sternschnuppengipfel. Genau da müssen wir hin. Lang, lang ist's her, dass wir hier waren. Und jetzt haben wir endlich wieder einen Grund, hier zu sein. Ah, ich freue mich. Gänsehaut. Grüß Gott. Mario, kannst du mich hören? Ich werde den Eingang zum Sternenweg öffnen. Betritt diesen Pfad ohne Furcht. Der Sternenweg führt dich direkt in den Sternenhafen. Wir 7 hohen Sterne erwarten dich dort. Wir wollen dir all unsere Kräfte zur Verfügung stellen. Denn nur dann wirst du in der Lage sein, gegen die Macht des Sternenstabs zu bestehen. Wir warten gespannt auf dein Erscheinen. Mario, eile zum Sternenhafen. Ich eile, ich eile. Hui, mir wird schlecht. Nicht schlecht. Sekunde. Und weiter geht's. Das sieht interessant aus. Gumbario, sag uns mehr. Das ist die kalte Glut. Im Grunde sind es feurige Monster, geschmiedet aus einem unheimlichen blauen Feuer. 10 KP, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Zwar sehen sie frostig aus, sind aber trotzdem feurig, daher werden Feuerattacken keine Wirkung zeigen. Wenn sie angegriffen werden, teilen sie sich. Greift trotzdem weiter an, irgendwann geben sie schon auf. Aber sie schlagen auch zurück. Manchmal attackieren sie auch deinen Mitstreiter, dann beträgt der Schaden 3 Punkte. Wasserattacken wirken sehr gut, besiege sie, bevor sie dich verbrennen. Danke, Gumbario. Ja, ich habe nämlich jetzt in der kurzen Pause die Ice Power aktiviert. Das bedeutet, ich nehme keinen Schaden, wenn ich auf Feuermonster springe. Und ich mache zusätzlich noch 2 Schaden. Also noch 2 zusätzliche Punkte. Und wir holen uns jetzt Sushi. Die wird uns dann helfen. Gut, eines ist futsch.
Ja, oder sie hilft uns nicht. Dann machen wir es eben alleine. Mal sehen, ob sie sich auch teilen, wenn man sie mit dem Hammer schlägt. Ja, leider. Ah. Stellt euch mal vor, wie nervig das wäre, wenn ich die Ice Power nicht aktiviert hätte. Gut, der wäre futsch. Ja, ja, wir haben es verstanden. Könntest du dich jetzt bitte, bitte verziehen? Gut, dankeschön. Auch 12 Sternenpunkte dafür. Vielleicht lohnt es sich, noch ein bisschen zu trainieren. Auf jeden Fall Money. Money, Money, Money. Schön ist hier. Ich möchte nicht unbedingt hier auf der Seite runterfallen. Die hätten hier ein Geländer bauen können, aber ansonsten sehr schön. Du, komm her. Yes, sada. Die Dinger sind wirklich hartnäckig. Aber ich auch. Ja, manchmal hilft es, vorausschauend zu denken. Geld, Geld, Geld. Kommt noch eine Flamme? Flammen? Flammen. Ja, da ist noch eine. Oh! Ich weiß nicht, ob die hohen Sterne so begeistert sein werden, dass ich hier so trödle, aber ich glaube, gegen Training ist doch nichts einzuwenden, oder? Das werden die doch hoffentlich verstehen. Und da sind wir ja schon. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Hallöchen. Guten Tag oder vielleicht guten Abend. Im Sternhafen siehst du zu jeder Zeit einen Himmel voller Sterne. Früher konnte man viel mehr Sternschnuppen sehen. Doch das war, bevor der Sternenstab gestohlen wurde. Damals war die Schönheit dieses Ortes einfach unvergleichlich. Hier ist nichts. Oh, außer Glitzerkonfetti natürlich. So, ich würde mal sagen, da müssen wir dann rauf. Aber hier gibt es, okay, ja, Speicherpunkt. Und ein Tothaus. Dankeschön. Tag. Ich möchte mich ausruhen, und zwar gratis. So, und frisch gestärkt und erfrischt und mit frisch frisiertem Schnauzbart treten wir jetzt den Sternen nicht entgegen, wie es aussieht. Na, schauen wir mal in den Shop. Nein, später, später, später. Jetzt suchen wir uns mal die Sterne. Aber vorher... Sicher ist sicher. Ist eigentlich keine so gute Idee, aber... Wie gesagt, sicher ist sicher. Da sind wir. Da wollte ich hin. Kommt euch der Ort noch bekannt vor? Nicht, dass Sushi nicht würdig wäre, aber ich finde, mit Gumbario sieht es einfach besser aus. Ah, da seid ihr ja. Mario, du hast es geschafft. Die Zeit ist gekommen, den Kampf gegen Bowser zu wagen. Und nun? Halt still, während wir 7 unsere Kräfte fokussieren, um dich mit der Allmacht des ewigen Himmels zu erfüllen. Ich hoffe, dass nur er spricht, weil ich... Ich kann mich nicht mehr an alle Stimmen, die ich den Stern gegeben habe, erinnern. Mario lernt Sternstrahl. Und das wird noch nützlich sein. Denn setzt du diese Kraft ein, kannst du die Macht des Sternenstabes aufheben, sobald Bowser ihn einsetzt. Und dann ist er nicht mehr unverwundbar.
Und noch etwas, ich habe noch ein Geschenk für dich, das sich sicher als nützlich erweisen wird. Oha. Yay, eine Müsli-Schüssel. Dies ist die legendäre Sternenbarke vom Sternenhafen. Ich habe schlechte Nachrichten, ich habe keinen Führerschein dafür. Na egal. Bowsers Festung schwebt am höchsten Punkt des Himmels. Mit dieser Barke kannst du sie erreichen. Klettere an Bord, auf zu Bowsers Festung. Wir sind immer an deiner Seite. Wann immer du in Bedrängnis bist, rufe uns herbei. Wir werden dir helfen. Das hört man gerne. Aber das machen wir beim nächsten Mal, denn die Zeit läuft uns schon wieder davon. Und ich werde mich auch vorher noch in der Sternenstadt da hinten ein wenig umsehen und vorbereiten. Vor allem vielleicht nochmal aufleveln. Bis dahin, ich bin ich und nicht er. Wir spielen Paper Mario. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.